Heimpleite gegen Wolfsberg. Die Rheindörfler kommen aus dem Tabellenkeller derzeit einfach nicht heraus. Herzlich willkommen bei Dein Verein Cashpoint SCR Altach. Ich begrüße Sie gemeinsam mit Manuel Ortlechner. Servus. Servus, hallo. Lange haben die Schützlinge von Alex Pastor ein 0:0 gehalten gegen die Wolfsberger, um dann doch noch zwei Gegentore zu kassieren. Wie bitter war das denn? Sehr bitter, weil ich finde, das Spiel war für mich auch prädestiniert für ein 0:0. Ich glaube, das hätte sich auch grob jetzt keinen Sieger verdient gehabt. Aber da merkt man schon, dass momentan auch in den Köpfen, glaube ich, sehr, sehr viel los ist bei den Spielern, weil normalerweise spielst du so ein Spiel zu Ende, nimmst das 0:0, sagst danke, okay, schauen wir weiter. Aber momentan, glaube ich, ist auch bei den Alltagen sehr, sehr viel auch die mentale Komponente gefordert und das bringt man momentan auch nicht so auf die Straße, was man eigentlich an sich drinnen hätte. Ganz anderes Thema. Wer ist deiner Meinung nach der Lieblingsinterviewpartner unserer Reporter, wenn es um Alltagsspiele geht? Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wir sprechen vom selben, oder? Ich glaube auch. Manfred? Fischer. Bravo. Und deshalb unterhalten wir uns heute einmal ausführlich mit ihm, mit dem Fredi. Herzlich willkommen. Hallo, grüß euch. Wie geht's euch nach dieser Heimniederlage gegen die Kärntner? Also wir haben heute Training gehabt, haben nochmal alles kurz analysiert, aber nur ganz kurz, haben Sachen angesprochen, die was gut waren und die was halt leider nicht passt haben. Und es hilft eh nichts groß jetzt auf der Partie picken zu bleiben, weil Mittwoch haben wir ja schon wieder das nächste Cup-Spiel und dann am Sonntag steht eh schon wieder der LASK vor der Tür, von dem her gibt es eh nicht viel Zeit zum Nachdenken. Trotzdem, die Resultate sind derzeit nicht zufriedenstellend in dieser Meisterschaft. Wo liegt denn aus Ihrer Sicht der Hund begraben? Es ist nicht leicht zum analysieren, beziehungsweise ich glaube einfach, dass es der große Unterschied zum Beispiel zum Frühjahr ist, dass wir irgendwo das Spielglück auch verloren haben irgendwo. Wir betreiben unter der Woche unglaublich viel Aufwand, belohnen uns aber dadurch nicht in die Spiele. Und das ist, glaube ich, unser größtes Manko im Moment, dass man das einfach das Trainierte unter der Woche überhaupt nicht mitnehmen können ins Spiel. Was auffällt ist, dass die Mannschaft zwar nicht immer, aber doch meistens sehr schön spielt fürs Auge, aber nicht wirklich torgefährlich ist, nicht viele Tore erzielt. Woran liegt das? Das war, glaube ich, letztes Jahr schon unser Problem ein bisschen irgendwo. Natürlich haben wir da einen siebten SM gehabt, der was Spiele dann entscheiden hat können. Der Abgang tut natürlich weh. Das sage ich auch jetzt, obwohl es eigentlich schon vergangen ist, schon längst. Aber das ist einfach so. Mit Dani Materna haben wir einfach einen Spieler, der was sicher Qualität in die Mannschaft gebracht hat, mit seiner körperlichen, physischen Präsenz einfach. Und da dauert es halt vielleicht noch, dass der Knoten richtig aufgeht. Der Nussi, Daniel Nussbaumer hat zwei Tore schon, also das ist auch nicht so schlecht. Aber wir als Altach, ja, natürlich ist es nicht leicht, dass man da jetzt einen Top-Torschützen nach Altach angelt. Also das ist für den Verein auch nicht einfach. Grundsätzlich, ja, uns fehlt einfach das Selbstvertrauen im Moment, dass man sagt, gehen wir 1-1 drüber, schießen einmal von 16 Meter, ja, es liegt irgendwo der Hund dort begraben. Und diesmal war es natürlich auch die Defensive. Man hat lange Zeit das 0:0 halten können und dann trotzdem zwei bittere Gegentore kassiert. Ist es auch eine Kopfsache? Würde ich gar nicht sagen. Es ist einfach, ja, es ist einfach, wie ich schon gesagt habe, der Anderson ist auf einmal nicht im Spiel und genau dort kriegen wir dann wieder ein Tor. Also uns fehlt da, ich will auch keine Ausreden suchen oder irgendwas, aber uns fehlt dort auch einfach ein Quäntchen Glück, das was wir zurzeit überhaupt einfach nicht haben. Manuel, wie siehst du das Problem der Altacher derzeit? Warum sind nicht allzu viele Punkte auf dem Konto?
Na gut, das ist einmal grundsätzlich jemand, der deklarierter Fan des Altacher Fußballs ist. Das habe ich, glaube ich, jeden Montag oft schon hervorgestrichen, dass mit der Art und Weise, wie normalerweise Fußball gespielt wird und was der Trainer da auch reingebracht hat, das finde ich sehr, sehr anschaulich. Was das Hauptthema ist, natürlich auch die Defensive und auch damit oft individuelle Fehler. Da bringst du dich sehr, sehr oft auch um die Früchte der Arbeit. Ich finde, du hast auch richtig gesagt, sehr, sehr oft muss man sehr viel Aufwand betreiben, auch dass man zum Torerfolg kommt. Da fehlt auch ein bisschen die Leichtigkeit des Seins. Und natürlich, ein Sidney Sam hat oft auch Spiel alleine entschieden, aber der war es nicht nur alleine, sondern auch andere Spieler haben da mit einer anderen Leichtigkeit agiert. Das fehlt momentan sehr, weil da, finde ich, auch der Faktor Kopf, Mentales zum Tragen kommt. Und zu dem Thema, warum er dann auch in Unterzahl ein Tor dann erhält, hat für mich auch diesen Anschein, bitte korrigiere mich jetzt auch, die Hierarchie im Team, das kann man sich auch managen, wenn da einer fehlt und auch mit einer gewissen Kompromisslosigkeit, dass man dann trotzdem das Tor verhindert. Also die Ausrede, dass der noch nicht dann zu dem Zeitpunkt in einem Feld war, lasse ich nur bedingt gelten, weil in der Situation, glaube ich, waren ja trotzdem vier Mann irgendwo, eine grobe Viererkette war am Platz. Also da fehlt, ist meine Sicht von außen ein bisschen, weil ich sehr intensiv das Spiel verfolge, das kannst du wahrscheinlich besser bestätigen, ist die Hierarchie so vorhanden oder sagst du, na, das ist schon sehr, sehr liberal alles, da sind alle eher gleichgestellt, es gibt eher wenige Spieler, die da das Wort ergreifen, Redelsführer, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Ja, zum Thema Hierarchie, ich weiß ja, das ist immer so ein bisschen schwer zu besprechen. Ich finde, wir haben auch, das Klima in der Mannschaft ist eigentlich gut. Da kann man nichts sagen. Also auch unter dem Training, die ganze Woche, da ist eine Stimmung drin. Wenn einmal was nicht passt, sagt der Kobi oder der Schreini zum Beispiel einmal was lauter. So soll es ja auch sein. Mhm, absolut. Also Hierarchie, vielleicht sieht man es von außen ein bisschen so, dass es nicht passt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, intern haben wir eigentlich überhaupt kein Problem miteinander. Wie sehen denn Sie Ihre Rolle in der Mannschaft? Sie sind, so erlebe ich es zumindest, so ein offensiver Freigeist, auf keine Position fix zu binden, sondern überall unterwegs. Passt Ihnen das? Also grundsätzlich, wie ich gekommen bin, also wie der Alex übernommen hat, der Trainer, habe ich unter ihm ja sehr viele Freiheiten gehabt. Wie du sagst, war eigentlich auf keine richtige Position gebunden. Habe mich richtig wohl gefühlt. Heuer ist es halt so, dass man meine Positionierung ein bisschen verändert hat. Also ein bisschen defensiver, würde ich mal sagen. Also jetzt bin ich zum Beispiel zweimal auf der 6 reingekommen, auf der Doppel-6. Das ist halt ein bisschen eine andere Position für mich. Wobei ich nicht sagen würde, dass das jetzt nicht meine Position ist. Also im Mittelfeld kann ich eigentlich in der Mitte alles spielen. Natürlich die offensivere Position, da fühle ich mich halt am wohlsten. Aber ich glaube, das sieht man dann auch am Spielfeld. Fredi, Sie kommen, wie man auch deutlich hört, wenn ich das sagen darf, aus der Oststeiermark, aus dem schönen Birkfeld. Wie geht es Ihnen denn weit im Westen Österreichs, im Ländle? Ja, Birkfeld geht mir schon manchmal, muss ich sagen. Also, das ist, aber wobei das Ländle auch ziemlich schön ist. Ja, jetzt bin ich schon fast 3 Jahre da. Also im Sommer sind es dann 3 Jahre, habe mich richtig gut eingelebt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Vertragsende ist ja im Sommer und dann müssen wir schauen. Sie sind 25 Jahre jung, haben also noch viel vor sich, was Ihre fußballerische Karriere betrifft. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich habe klar meine Ziele, wo ich hin möchte. Die Reise, wo es dann schlussendlich hingeht, das liegt jetzt noch in den Sternen. Also, was sind das für Ziele? Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, weil das möchte ich gern, also, nein, das möchte ich gern, dass das bei mir bleibt, bei meinen engsten Vertrauten, die wissen, wo mein Ziel oder was mein großes Ziel ist. Und ja, das finde ich, soll da jeder für sich behalten. Wie sollen die Altacher jetzt in den kommenden Runden aus dem Tabellenkeller, der vorletzte Platz ist es derzeit, rauskommen? Was ist da jetzt wichtig? Ja, ich glaube, dass wir alle an einen Strang ziehen müssen. Also das wird das Wichtigste sein. Es wird jetzt nichts bringen, mit dem Finger auf einen anderen zum Deiten und sagen, du machst das schlecht, das schlecht, das schlecht. Wir müssen positiv in der schwierigen Phase sein und ja, gemeinsam da rauskommen. Und ich glaube, wir haben schon oft bewiesen, dass wir das kennen, dass wir einen guten Fußball spielen können,
Und das, was uns stark gemacht haben, das müssen wir jetzt einfach wieder am Platz bringen. Und ich habe das vorher schon gesagt, einfach das, was wir trainieren unter der Woche, das schaut wirklich teilweise sehr, sehr gut aus, nur wir müssen es einfach auf den Platz zusammenbringen. Am Mittwoch geht es gegen die Wiener im Cup und am Wochenende dann gibt es das Auswärtsspiel in Linz gegen den LASK. Also puh, das wird auch ganz schön anspruchsvoll. Ja, ich glaube, gegen die Wiener Mittwoch, das wird einmal keine leichte Aufgabe, würde ich mal sagen. Die werden auch sicher um jeden Zentimeter beißen, kämpfen und werden auch zeigen wollen, dass sie auch gut kicken können. Also das wird sicher nicht leicht. Und ja, LASK, wissen wir, ist ein Top-Verein in Österreich. Es wird sowieso gegen LASK zum Spielen ist immer schwer, aber wir müssen einfach positiv in die Partie gehen. Wenn wir vorher schon reingehen und sagen, ja, da ist eh nichts zum Holen in Linz, ja, dann können wir gleich daheim bleiben. Manfred Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute ins Ländle und alles Gute für die kommenden Aufgaben. Dankeschön. Danke. Ciao. Alles Gute. Ciao. Servus. Aber jetzt, um noch einmal zurückzukommen auf die Partie gegen den LASK. Die Linzer spielen unter der Woche gegen Antwerpen. Ja. Ja, sagt man immer, möglicherweise sind sie müde. Aber egal. Abgesehen davon, vielleicht holt man gerade in solchen Spielen Punkte. Ja, natürlich ist es möglich, aber ich glaube, der LASK ist die Mannschaft, und da würde ich es fast sogar über die Salzburger stellen, die am besten mit der Doppelbelastung zurechtkommt. Das haben sie in den letzten Wochen und Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die sind topfit. Also auf das würde ich nicht wirklich auch spekulieren, dass da irgendeine müde Mannschaft kommt. Selber muss man auch unter der Woche nach Wien düsen. Da gibt es einen sehr unangenehmen Gegner mit der Wiener, das darf man nicht vergessen. Die stelle ich auf ein ähnliches Level auch vielleicht wie die Union Gurten. Da hat man ja auch schon mal runtergeplagt also in dieser Cup-Partie. Also das wird sehr spannend. In der Woche, aber man kann schon auch mit Erfolgserlebnissen so wieder aus dem Ganzen da unten rausziehen, weil dort, wo die Mannschaft jetzt steht, da gehört es definitiv nicht hin. Manuel, vielen Dank für deine Expertisen. Gerne. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.